Puh. Die Barbaren für das Hüpfstangenrennen sind jetzt fertig. Oh, oh, die Spiele beginnen bald. Sehen wir doch mal nach den Hürden. Wie weit bist du mit den Hürden, Cecil? Hürden? Sollte ich mich nicht um die Teilnehmer kümmern? Oh, was soll denn das Familientreffen? Hab ich da irgendwas falsch verstanden? Oh Mann, was benutzen wir jetzt als Hürden für unser Hüpfstangenrennen? Das ist genial. Schildkrötenpanzer sind gar ganz tolle Hürden. Probieren wir sie aus. Das Hüpfstangenrennen ist eröffnet. Leute, es gibt ein Problem mit den Luni-Ringen. Also, die Ringe für die Eröffnungszeremonie sind fertig, aber sie leuchten nicht. Und die Gäste sind schon auf dem Weg ins Stadion. Oh nein. Wie sollen wir denn jetzt die Luni-Spiele eröffnen, Mac? Oh, ich habe keine Ahnung, Tosh. Rufen wir doch einfach Hilfe. Wiley? Ich bin schon hier und wärme mich für das Hüpfstangenrennen auf. Aha, ich habe das Problem lokalisiert. Diese Röhre ist kaputt. Uns läuft die Zeit davon. Die Spiele sollten jeden Moment beginnen. Du hast nicht zufällig eine Leuchtstoffröhre dabei, oder? Unglücklicherweise nicht. Aber ich weiß, wer eine hat. Trüffelschwein, hier ist Wüstenhund. Könnt ihr das Publikum unterhalten, während wir das in Ordnung bringen? Oh, aber sicher doch, Lola. Das machen wir doch liebend gern. Willkommen bei den Luni-Spielen. Es scheint, als hätten wir Aufnahmen von Petunia, wie sie die Leuchtstoffröhre transportiert. Oh, du meine Güte, wie aufregend das ist. Oh nein, ein Schlagloch. Wenn das nicht einen Platten verursacht hat, was wird Petunia jetzt tun? Oh, es sieht so aus, als wäre die Luft raus. Der war gut, Mac. Danke. Aber eigentlich ist das hier ernst. Zum Kuckuck, der Roadrunner taucht auf und Petunia übergibt ihm die Röhre wie einen Staffelstab. Ist das zu fassen? Ein Staffellauf in unserer eigenen Stadt? Was für ein Spaß! Der Roadrunner hat noch einen langen Weg vor sich, aber zum Glück ist er in Tip-Top-Form. Der Roadrunner hat es durch die Wüste geschafft, flitzt durch den Wald und hält am Fluss an. Oh nein. Anscheinend kann er ihn nicht überqueren, wenn er doch nur so gut schwimmen wie rennen könnte. Du sagst es. Aber halt, eine weitere Übergabe. Gossamer, der auch sehr gerne läuft, rettet die Lage. Sehe ich das richtig? Nähert er sich da einem Abgrund? Oh ja, das tut er. Und zu Fuß kommt er nicht mehr weiter, wenn er doch nur Flügel hätte. Wie unsere Truthahngeier. Mama Brenda übernimmt nun spielend die Leuchtstoffröhre. Nein. Brenda hat leider die Röhre fallen lassen. Was für ein Wunder. Silvester fährt hier gerade lang und fängt sie mit seinem Wagen auf. Oh nein. Silvester schafft es wohl nicht ins Stadion rein. Da taucht Tess auf. Er wird sich schon Platz verschaffen. In 0, nichts übergibt Tess die Röhre an Bugs. Das war ganz große Klasse, Leute.